Philipp Oswald haben wir noch vergessen, der mit seinem Grazer Partner im Tennis-Doppel antritt, am Samstag schon, mit dem ersten Match. Was ist zum Philipp Oswald zu sagen? Ja, also was ich heute mitbekommen habe, ist die Erstrundenauslosung nicht ganz ungünstig. Da geht es gegen zwei Australier, die, glaube ich, noch nie miteinander Doppel gespielt haben. Also das würde ich mal sagen, relativ gute Chancen. Und im Doppel ist es immer relativ spannend. Im Einzel weiß man, dass jetzt die großen drei meistens irgendwo ins Halbfinale, Finale durchmarschieren. Und im Doppel ist es ein bisschen abwechslungsreicher. Und da denke ich, dass die zwei, die ja wirklich ausgewiesene Doppelspezialisten sind und schon einige Turniere miteinander auch gespielt haben, dass die definitiv ganz, ganz gefährliche Außenseiter sein können. Aber es waren ja auch nur einige wenige Vorbereitungstage, die die dann gemeinsam in Dornbirn hatten, um noch gemeinsame Positionen einzuüben. Wie wichtig ist da gemeinsame Zeit? Ich glaube, also sie kennen sich schon sehr lange, sie haben auch im Davis Cup miteinander Doppel gespielt etc. Also es ist jetzt nicht ein, wir müssen uns ganz neu kennenlernen, sondern es war eigentlich, denke ich, eher ein Feinschliff, noch einmal eine letzte Abstimmung. Und ich glaube, dass sie sich gut genug kennen, um gut in Tokio auftreten zu können. Was waren denn?